zufrieden. So, dann haben wir hier unten noch ein paar. Eine dezente Auswahl von Saftfliegen. Zünd die Fliegen an, zünd die Fliegen an, zünd die Fliegen an. Zünd die Fliegen an. Oh nein. Ach, ey. Ist ja nervig, ich hasse andere Spieler. Ich spiele das Spiel nur alleine. Nein. Natürlich nicht. So, dann holen wir uns hier die hier. Besonders kam der nicht gerade von da unten. Warum hat denn die da unten alle nicht mitgenommen? Naja. Muss ich ihn nicht verstehen, hole ich sie mir halt. Ich hoffe, das reicht jetzt. Komm, 10, 10, 10. Mach's jetzt nicht spannend. Geht doch. Sogar einer zu viel. Hm, das ist eine Überstundenauszahlung. So, dann mal zurück zum Windschnitter. Unsere Quest abgeben. Mal gucken, was er sagt. Ob er mit uns zufrieden ist, der kleine Scheißer. Aber wird schon. Ah, ich liebe diese Questreihe. Ah, setz Pandaria. So, da ist er. Hi. Hi. Ohne Nahrung werde ich schon sehr bald sterben. Das wird ausreichen. Die Mogo sind ein gemeinsamer Feind von uns. Und vielleicht gibt es noch andere. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Buck. Buck. Buck? Ah ja. Es ist Zeit, dass ich den Klaxi-Bericht erstatte. Sie hätten mich nicht erweckt, wenn es die Situation nicht verlangen würde. Und ihr habt euch als nicht vollkommen nutzlos erwiesen. Deshalb werde ich euch euer Leben lassen. Der Rat wird vielleicht sogar noch Verwendung für euch haben. Okay, bringt mich nach Klaxiwes und wir kriegen einen gratis Rundflug. Wunderbar. Ich bin Kelrock, ein Krieger aus einem vergangenen Zeitalter. Zu meiner Zeit war dies eine Feste der Mogu. Es war mir eine Ehre, die Wände mit ihrem Blut zu färben. Aufgrund meiner Taten wurde ich zu einem Getreuen, ein Held in Bern, konserviert für eine Zeit, in der das Reich vom rechten Pfad abgekommen ist. Ihr seht, das Feuer finde ich übrigens am geilsten im Himmel. Ja, was ist eigentlich passiert? Im Prinzip... Welche Macht verbrennt unser Land und verderbt unsere Bäume? Das Char. Aber das weiß er ja nicht. Er war ja die ganze Zeit eingesperrt. Er weiß ja gar nicht, was überhaupt passiert ist hier. Der Palast. Dies ist nicht unser Weg. Jetzt verstehe ich, warum die Klaxi handeln müssen. Sie bilden den Rat unserer weisesten kulturellen Anführer. Sie kontrollieren die Macht der Kaiserin. Sollte die Kaiserin verderbt werden oder unsere Zivilisation bedrohen, haben die Klaxi geschworen, sie zu entmachten. Es gibt andere wie mich, getreu einer jeden Ära, erstarrt in der Zeit, sicher vergraben vor den Einflüsterungen der Kaiserin. Wir schulden nur dem Rat Rechenschaft. Wir ruhen erst, wenn sein Wille geschehen ist. Ja, und unsere Aufgabe ist es natürlich, diesen Rat jetzt dabei zu unterstützen, weil die Kaiserin tatsächlich vom Schah besessen wurde. Soweit ich weiß, auch Jagd auf die Getreuen der Klaxi macht, also die im Bären eingeschlossen sind. Um zu verhindern, dass die halt erweckt werden und sie vorher halt auszuschalten, und unsere Aufgabe ist es halt dann diesen, die Getreuen natürlich vorher zu finden. Dies ist ein heiliger Treffpunkt für die Klaxi. Ihr werdet gut beraten, mir das Reden zu überlassen. Dafür gibt's einen Ratshalsreif, der echt gut ist.
Zeigt keine Gnade. Ihr seid erwacht. Was ist mit Klaxi, Vatik? Wer redet da? Was ist das für ein Dreck, den ihr in unser Heiligtum gebracht habt? Oh. Der ist aber böse. Die Klaxi, die ihr geschickt habt, wurde von einem Gehilfen ihrer Majestät getötet. Dieser Abschaum hat den Gehilfen getötet und mich erweckt. Wir brauchen keine Hilfe von niederen Völkern. Weg damit! Der ist ein ganz schönes Arschloch. Sofort, Klaxi. Wahr. Nein. Was? Der Erwecker mag noch nützlich werden. So oder so. Wer redet da? Als Futter für den Schwarm vielleicht. Okay. Tod von oben. Ich vertraue dem Willen der Klaxi. Sie wissen, was für unser Volk das Beste ist. Die kaiserlichen Gelege sind zu einer Abscheulichkeit verkommen. Gelegehüter treiben die Entwicklung neuer Schwarmgeborener voran, indem sie sie in dieser bösartigen Schallenergie tränken, bevor sie zur Mauer schicken. Die Klaxi wollen diese massive Produktion an Schwarmgeborenen in den schreckensgelegenen Einheit gebieten. Vernichtet die Gelegehüter. Der Kreislauf wird erhalten werden. Frisch geschlüpfte Mantis werden nur von zwei Instinkten getrieben. Töten und fressen. Sie gehen aufeinander los und verschlingen die Schwachen. Nur die Stärksten wachsen heran. Die, die während eines Schwarms schlüpfen, die Schwarmgeborenen, werden stattdessen auf unsere Feinde losgelassen. Die Schwarmgeborenen in den Gelegen sind von Shakespeare, wurden verderbt. Sie werden in Schatten und Albträume hineingeboren, getrieben von Schrecken, nicht von Hunger. Sie sind den Schwarm nicht angemessen. Sie müssen geläutert werden. Verlasst mich jetzt! So, bitte flieg mich zu den Gelegen, das wollen wir nicht erstmal. Die Kaiserin muss gestürzt werden. Quetz dann nehmen, ne? Ein Klaxi war flüstert den Turm zu. Dieser verbreitet die Nachricht zu anderen Türmen, zu Mantis, zu Getreuen. Das Geflüster wird zurückgeworfen und die Klaxi hören es. So wissen sie alles. Ein Turm neben dem Palast ist still, das darf nicht sein. Er muss für die Klaxi singen. Es ist meine Aufgabe, den Turm zu reparieren. Aber wenn ihr den Klaxi dient, solltet ihr auch mit mir dienen. Ihr repariert den Turm und ich werde hier warten. Arschloch. Scheiß auf deinen Turm. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, mache ich. Nee, lieber nicht. Okay, dann werden wir erstmal hier hinten noch den Flugmeisterpunkt annehmen, also den Flugpunkt. Hier ist übrigens das Tor, was ich meine, der euch dann zu einem anderen Ort bringt, wenn ihr das hier für die Klaxi alles erledigt habt. Da fahrt ihr echt eine ganze Menge. Erste Daily ist auch schon freigeschaltet. Bärenwaffen. Ihr da, Abschaum. Hallo. Ihr arbeitet jetzt für mich. Für wen denn noch alles? Die Waffen der Klingverschriebenen der Shakespeare gehören zu den besten im ganzen Reich. Wenn ihr nicht direkt von ihnen aufgespießt werdet, sobald ihr diesen Ort verlasst, bringt mir so viel von ihnen, wie ihr nur könnt. Ich will sicherstellen, dass wir genügend Waffen in Reserve haben, sollten wir sie brauchen. Erhaltet den Kreislauf. Gut, dann können wir jetzt ja eine kleine Fliege machen. Ist doch alles am selben Punkt, oder? Ja, super. Sprecht! Fliegen. Seid ein Blatt im Wind. Ihr werdet euch beim Turm absetzen. Gewöhnt euch nicht daran. Oh doch, also ich kann aus Erfahrung sagen, dass man sich da sehr wohl dran gewöhnen kann, da das nämlich jetzt des Öfteren vorkommt. Ah, das sieht hier schon alles sehr, sehr böse aus. So ist der Himmel. Aber was will man machen, wa? Geht ja gut los. Ja.
Arbeite für mich, Leerwandler. Arbeite. Geh doch. So, das war so eine Klinge. So, der eine Turm, das müsste ja der sein. Wunderbar. Und hier müssten genug Wachen kommen, die uns die Waffen geben. Und dann müssen wir noch die Schwarmgeborenen killen. Na klasse, keine Waffe dabei. Was bist du für ein Klaxi? Den Turm schwingen. Hä? Gibt mir noch was? Wow, du machst den endless Schaden damit. Du könntest dich auch gar nicht drehen. Das wäre der gleiche Effekt. Wie war denn das? Schallrelaismarkierung aktiviert. Muss ich erst das irgendwo anders noch einsetzen? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, eigentlich hier. Ah. Während der Kristall zum Leben erwacht, dringt eine barsche Mantisstimme in eurem Verstand ein. Der Kristall singt zu den Klaxi. Sie spüren einen Getreuen in den Gelegen direkt östlich vom Turm. Gelegehüter versuchen ihn zu verseuchen. Die Klaxi werden das nicht zulassen. Geht und findet den Getreuen, legt eure Hände auf seine Kammer und die Klaxi werdet ihr flüstern durch euch kanalisieren, um ihn zu befreien. Schützt ihn, wenn ihr könnt. Yep. Den nächsten Getreuen befreien. Geht es östlich von hier? Moment. Das müsste der Punkt hier sein. Ah, da. Schön. Schön. So, wir werden jetzt einfach mal hier volle Möhre reinreiten. In den Puff. Oder? Ich weiß nicht mal mehr, was die Schwarmgeborenen waren. Traurig. Traurig, aber wahr. So. Ah, falsch. Da ist tatsächlich die Richtung. Okay, da sehen wir schon den Punkt für das Bärengefängnis. Und das sind die, glaube ich, die kleinen Spinner hier. Hi! Und ab und zu kommt mal er jetzt runter und mischt da ordentlich mit. Was ich ganz lustig finde. Die halten ein bisschen mehr aus, als die Saft fliegen. Oh, oh. Da kommt noch so einer. Wir haben jetzt hier, glaube ich, alles. Naja, haben wir alle schnell hinter uns gebracht. Oh, haben wir schon den nächsten. So, ein bisschen Gold muss sein. Dann ist die Welt voll so in den Schein. Was ist das da schon wieder? Oh, irgendwas sammeln. Die Gelegehütte der Shaxia erscheinen diese blendenden weißen Kristalle als magische Fokus zu verwenden. Ihr blickt hinein und seht, wie sich die dicke schwarzen Rauchs in der Mitte drehen. Eine Arbeiter in den Klaxi West weiß vielleicht mehr über dieses Material und warum es so viel davon in der Öl gibt. Ach so, ja, ich weiß, was ist das, für eine Questreihe. So, dann befreien wir mal dich. Den nächsten Getreue. Okay. Wir sollen ihn verteidigen. Ich liebe den Typen, wenn er ab und zu mal runtergeflattert kommt. Mehr Schwarmgeborene, jawohl. Gut, es werden ja uns alle gut geschrieben, das ist ganz praktisch jetzt bei der Quest.
So lange, bis der Gute sich erholt hat. Noch 30 Sekunden knapp. Und super, noch 10 Sekunden. Oder noch eine Runde kommt. Nee, sieht gut aus. Ich bin zurückgekehrt. Das ist schön. Dem Ruf der Klaxi. Alles klar. So, wir müssen noch die Gelegehüter killen. Nee, das sind sie nicht. Ach, wir brauchen noch. Die Bärenklingen brauchen wir auch noch. Also wenn der mal runterkommt, dann ist es schon echt cool. Da brennt schon echt fett die Luft. Na komm. Ich brauche ein Ziel. Ah, Zeit ist auch schon bald rum. Ich hoffe, geht's echt schnell. So, wieder ein Schwarm geboren, weggekloppt. Eine Waffe. Boah, das sind echt. Was so viele, die wir brauchen. Das wird ja jetzt der letzte sein. Und natürlich kommen noch ein paar andere angeschissen. Danke. So, jetzt brauchen wir noch von euch hier welche. Gelegehüter. Und ciao! Boah, ey, diese kleinen Dinger gehen mir voll auf den Senkel. Boah, Alter, ernsthaft? Boah, ey, die haben ein bisschen Fülle jetzt hier. Muss ich erstmal hier mein bisschen. Och, ernsthaft. Ich bin weg. Mann! Diese kleinen Spinner nerven hier, aber volle Möhre. Mach die weg. Danke. So, da ist noch so ein Gelegehüter. Schon mal ein bisschen angekokelt, den guten. Waffen brauchen wir auch noch. Voll zu tun hier, voll zu tun. Waffen könnten wir hier von denen kriegen. Ich bin außer Reichweite. Gib mir deine Waffe, gib mir deine Waffe, gib mir deine Waffe. Dumm. Geringes Amulett des Glückes. Und wie geil. Wow. So. Der hat abgemountet. So, das waren 4. Und ich werde mir jetzt mal eine softe Position suchen. Wo wir dann das nächste Mal weitermachen. Das ist natürlich hier voll die Scheiße, hier eine softe Position zu finden. Aber das kriegen wir schon hin. Weil das schaffe ich jetzt nicht mehr. Alles, was wir hier noch zu tun haben. Ich habe gedacht, ich bin irgendwo auf dem Berg hoch. Sonst muss es hier gehen. Verstecken wir uns hinter denen. Hinter der Wurzel hier. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.